Wie lange brauchen Anhebungen der Zinsen, um wirklich in der Realwirtschaft anzukommen? Diese Frage ist vielleicht eine der entscheidenden Fragen für den weiteren Verlauf der Märkte. Bei diesen Märkten sehen wir nach wie vor ein ziemliches Patt. Hier etwa geringste Minuszeichen, mal plus ein bisschen, mal ein bisschen minus. Gestern ja der kleine Verfall, da haben Market Maker dann ihre Hedges aufgelöst. Deswegen hatten wir ein bisschen Druck auf der Unterseite. Heute scheint wieder ein bisschen Grabesruhe zu sein. Das widerspricht eigentlich der Bedeutung dieser aktuellen Zeit. Wir haben jetzt nämlich die Zahlen der großen Tech-Konzerne, die anstehen, und da muss dann eine Richtungsentscheidung fallen. Derzeit sind wir im S&P 500 so zwischen 4090 und 4170 Punkten. Meandern wir die ganze Zeit rum, und nach wie vor ein sehr, sehr niedriger VIX, wie wir hier sehen. Alles so ein bisschen auf Kante genäht, der S&P 500 an seiner Kante hier, an dieser Aufwärtstrendlinie, die wir hier sehen, und der VIX an der Abwärtstrendlinie. Also da kann was passieren. Wir haben eine extrem widersprüchliche Situation, nicht nur an den Märkten, sondern eben auch in Sachen Wirtschaft, denn gestern hatten wir einen Totalabsturz des Philadelphia Fed Index. Wir hatten die neuesten Zahlen der Frühindikatoren seit Monaten stark kontrahierend, alle beide Parameter. Bei solchen Werten, die wir jetzt gestern einmal mehr gesehen haben, 100% Rezessionswahrscheinlichkeit, deswegen auch der Titel gestern meines Marktgeflüsters. Und dann kamen heute Daten, nämlich die Einkaufsmanager-Indizes aus den USA, die waren plötzlich besser als erwartet. Und vor allem das Interessante ist, dass die Preise so stark gestiegen sind im April jetzt, aus dem diese Daten stammen, wie seit letztem September nicht mehr. Also sowohl die bezahlten als auch die erhaltenen Preise der Unternehmen. Was ist da jetzt stimmig? Was stimmt da? Hier sehen wir mal die Zahl 50,4 für das Gewerbe und 53,7 für den Dienstleistungssektor. Der Dienstleistungssektor, das werden wir gleich sehen, weltweit sehr robust. Industrie weltweit weitgehend unter Druck. Und die Frage ist, ja, wie kommen solche widersprüchlichen Daten zustande? Diego Fasnacht sagt, ja, diese Daten waren heute unerwartet stark. Chancen auf weitere Zinserhöhungen sind damit jetzt zumindest nicht kleiner geworden. Aber er sagt, vergessen wir nicht, dass die Zinserhöhungen des Vorjahres erst in den kommenden 12 Monaten in der Wirtschaft wirklich spürbar werden. Und wann hat die Fed das erste Mal die Zinsen angehoben? Am 16. März 2022, also vor 13 Monaten. Und wir haben ja schon eine verzögerte Wirkung der Zinsanhebung gesehen in der Bankenkrise. Die Leute haben sich gesagt, wow, ich kriege woanders bessere Zinsen, eben in diesen Geldmarktfonds, also ziehe ich mal mein Geld von der Bank ab. Das führte dann zu dieser Bankenkrise und der Pleite von Silicon Valley und Signature Bank. Und jetzt ist die Frage, wann werden wirklich diese Zinsanstiege ihre volle Wucht entfalten? Offenkundig ist das noch nicht ganz der Fall, denn wir haben nach wie vor viel Liquidität, die noch aus diesen Stimuluszeiten im System wabert. Aber schauen wir uns mal hier auch den Euroraum an. Oben zum Beispiel die deutschen Daten in der Gesamtschau, Gesamtindex, besser mit 53,9. Aber schauen wir uns mal das verarbeitende Gewerbe an, 44,0. Das war noch deutlich schlechter als erwartet, 45,7. Alles, was unter 50 ist, ist eine Kontraktion. Das heißt, die Industrie in Deutschland schrumpft, dagegen die Dienstleister, die brummen mit 55,7, viel besser als erwartet. Ähnliches auch im Euroraum. Es ist ein weltweiter Trend, dass die Dienstleister gut aufgestellt sind, die Industrie geht runter. Aber was wird das bedeuten? Auf Dauer, so sagt hier die Commerzbank in einer Analyse, werden sich die Dienstleistungen kaum von der Talfahrt in der Industrie abkoppeln können. Genau das dürfte passieren. Das heißt, der Dienstleistungssektor reagiert ein bisschen verspätet, verzögert auf das, was die Industrie jetzt schon macht. Und so können wir vielleicht sagen, dass die Zinsanstiege sich offenkundig hier zunächst in der Industrie auswirken und später dann eben die Dienstleister erfassen werden. Das wäre zumindest eine These, warum die Dinge hier so unterschiedlich sind. Und wir sehen auf der anderen Seite immer den von mir immer wieder zitierten Credit Crunch in den USA. Wir sehen, dass gerade kleinere Firmen jetzt verstärkt pleite gehen in den USA. Noch sehen wir einen verhaltenen Risikoaufschlag bei den High Yield Spreads, also bei den hoch riskanten Unternehmensanleihen. Aber auch der dürfte jetzt bald steigen, weil es schlichtweg aufgrund der Bankenkrise eben weniger Kredite gibt. Das haben wir im Basebook ganz deutlich gesehen, dass da die Kreditvergabe schon eingeschränkt wird. Und vor allem diese Zinsen, die machen sich dann an anderen Orten dann doch bemerkbar. Wir haben jetzt etwa
Die Homebuyer Housing Payments, also das, was praktisch durchschnittlich gezahlt werden muss, wenn man ein Haus gekauft hat, monatlich für diesen Kredit plus Tilgung, und da sehen wir, das ist im Vergleich zum Vorjahresmonat um 11,6% gestiegen, sodass durchschnittlich jetzt $2,538 für einen Hauskredit fällig werden. 11,6%, das sind ja, so 280, $270 ungefähr mehr als im Vorjahresmonat. Das heißt, diese $270 fehlen jetzt für den Konsum, die kann man nicht zweimal ausgeben. Und so haben wir gesehen, dass die Hauspreise deutlich fallen, dass am Immobiliensektor durchaus Stress ist. Aber insgesamt eben hier zum Beispiel Lance Roberts, der hat einen EOCI-Index, Economic Composite Index, der besteht aus über 100 Data Points. Der ist im negativen Bereich, also zeigt Rezession an. Andere Frühindikatoren zeigen das ebenfalls an. Und wir sehen auch zum Beispiel eben in dieser Differenz zwischen Erzeugerpreisen und Verbraucherpreisen, dass, wie Lance Roberts hier zeigt, die Unternehmen zunehmend Schwierigkeiten haben, eben hier den Preisdruck weiterzugeben an den Kunden. Companies are struggling to pass on costs, also es fällt ihnen immer schwerer, jetzt diese gestiegenen Kosten auch wirklich weiterzugeben. Das war am Anfang der Inflationsentwicklung anders. Da konnte man hervorragend die Preise anheben, die Konsumenten haben das geschluckt, aber langsam wird es scheinbar ein bisschen eng. Und wenn jetzt die Margen schlechter werden, dann vergleichen wir das mal mit den Analystenerwartungen für die kommenden Berichtssaisons in den USA. Da erwartet man nämlich eine V-Shaped Recovery, eine V-Erholung. Und das ist sehr, sehr unwahrscheinlich, denn wir sehen ja, dass die Margen schon deutlich fallen. Also da ist die beste aller Welten wieder in die Zukunft reinprojiziert. Bevor diese Berichtssaisons dann losgehen, wird man diese Erwartungen natürlich wieder drastisch senken. Und Margen ist auch das Thema eben bei Tesla. Deswegen ist die Aktie gestern ja so unter Druck gewesen. Weil der Musk, der offenkundig nur sagt, also wir wollen lieber auf Stückzahlen gehen, statt irgendwie auf der Marge zu achten. Und damit ist natürlich dann die Gewinnerwartung für die Tesla-Aktie so ein bisschen in Gefahr. Jetzt hat er wieder reagiert und hat jetzt für die teuersten Modelle die Preise angehoben, offenkundig unter dem Eindruck dieser These oder dieses Pessimismus angesichts der Margen bei Tesla wurden jetzt die Preise angehoben für zwei sehr teure Modelle um jeweils $2,500. Und meine zweitbeste Freundin, also wirklich meine zweitbeste Freundin, Cassie Wood, ARK Innovation, die hat jetzt gestern in einem CNBC-Interview nochmal ihr Kursziel für Tesla revidiert. Für 2027 sieht sie den Kurs bei $2,000, das wäre dann eine Marktkapitalisierung von 5 Billionen. Das wäre um und bei das Doppelte von Apple, nicht schlecht. Im Bear Case, also wenn es schlecht läuft, $1,400 wäre dann 2,5 Billionen, also praktisch so viel wie Apple wert ist. Die Frau, die hat einen Humor, der ist unübertreffbar. Alleine gestern hat der Tesla ja so viel an Marktkapitalisierung verloren wie Ford. Ford verkaufte ein Mehrfaches an Autos als eben Tesla. Und das zeigt mal die Dimensionen, die hier der Fall sind. Und insgesamt, wenn wir jetzt nochmal zu dieser Gesamtlage der Wirtschaft kommen, wetten die Aktienmärkte drauf, dass diese Frühindikatoren nicht in eine Rezession münden, weil die sind schon seit 12 Monaten negativ. Noch nie hat es das gegeben, dass wir nach 12 negativen Monaten in Folge bei den Frühindikatoren keine Rezession hatten. Vielleicht haben wir schon eine, wissen es nun nicht. Jedenfalls ist das die ganz, ganz große Wette derzeit der Märkte. Und da auch natürlich eine wichtige Frage, wie schaut es denn mit der Bankenkrise aus? Wir haben jetzt gesehen, dass Geldmarktfonds ein bisschen Abzüge hatten, eben weil die Amerikaner Steuer zahlen mussten. Aber wir sehen jetzt eben auch, dass die sogenannte Emergency Borrowings, also praktisch die Notausleihen der Banken bei der Fed, weil ihnen Gelder entzogen wurden durch Kunden, die woanders bessere Zinsen bekommen, dass die wieder zugenommen haben. Jetzt sagen die Optimisten, naja, sie haben sich nicht viel mehr geliehen als zuvor. Die Pessimisten sagen, naja, was zeigt, dass der Bankenstress nach wie vor sehr, sehr groß ist. Und hier ein Kommentar auf YouTube war das.
Wenn die Fed ihre Geldmenge, ihre Bilanz ausweitet und die Geldmenge im Null erhöht, führt das nicht unmittelbar zu einer Erhöhung der Liquidität in den Märkten, weil Geldmenge M3, einschließlich M1 und M2, die im öffentlichen Umlauf ist, einen separaten Geldkreislauf bildet. Erst wenn Geschäftsbanken durch verstärkte Kreditvergabe mehr Buchgeld schaffen, als durch Tilgung aus dem Umlauf genommen wird, gelangt zusätzlich Geld ins System. Und das Gegenteil ist derzeit der Fall. Die Banken, die geben immer weniger Kredite, Stichwort Kredit-Crunch, aber wie schaut es jetzt aus? Der entscheidende Trigger, wenn wir wieder zu den Aktienmärkten kommen, dürfte die US-Berichtssaison sein. Und hier wieder bullischer Kommentar, dem ich mich natürlich total anschließe. Die großen Tech-Werte wie Apple könnten noch 15-20% für den Rest des Jahres steigen, weil die Zahlen ganz toll werden. So sagt es hier ein Analyst. Allerdings zeigen Insider-Informationen, zum Beispiel bei Apple, dass der ab Januar und der Februar ganz okay waren, dann im März nach vor allem der Pleite der Silicon Valley Bank eine massive Verschlechterung eingesetzt hat, die sich jetzt im April fortsetzt und sogar noch schlimmer geworden ist. Das heißt, wir sehen einen Trend, der sich deutlich verschlechtert, auch wahrscheinlich bei Apple. Wir haben ja hier Zahlen aus Vietnam, aus Taiwan, aus Südkorea, alles sehr, sehr problematisch, was Chips, Elektronik insgesamt betrifft. Und jetzt hier noch zum Marktgeschehen, ja diese rekordhohe Positionierung, die derzeit in S&P Mini Futures der Fall ist. Das hatten wir übrigens auch 2008, kurz bevor es nach unten ging. Wir hatten das auch in Situationen, kurz bevor es dann deutlich nach oben ging. Worin besteht der Unterschied zu erkennen, welches Szenario werden wir diesmal bekommen? Die Zinskurve, nämlich die 2- und die 10-Jährige. Wir sehen hier 2007 waren wir massiv invertiert in der Zinskurve. Das heißt, die Anleihemärkte hatten die Rezession antizipiert. Genau das ist jetzt auch der Fall. Als wir dann eine massive Rallye gesehen haben mit so negativer Position oder nach einer so negativen Positionierung, waren die Zinskurven steil und positiv. Das ist also diesmal nicht der Fall. Übrigens verlieren jetzt diese Zero DTE, diese Optionen, die am selben Tag auslaufen. Das ist ja ein Volkssport geworden in den USA. Da wird durchschnittlich pro Tag $358.000 verloren. Also die Leute, die machen damit keine Gewinne. Wir haben nach wie vor eine miserable Marktbreite, also müssen es Apple und Co. schon richten. Und jetzt hier übrigens interessant auch, was Charles Gasparino sagt. Der sagt, also man fürchtet, dass hier diese ganze Private Equity Geschichte jetzt ein riesiges Problem bekommen wird. Das könnte das nächste systemische Risiko für das Finanzsystem sein. Das könnte dann auch wieder auf Pensionsfonds übergehen. Wir kennen das aus Großbritannien. Übrigens hat Larry Fink von BlackRock, der hat mal eben 7% seiner Aktien verkauft und der hat meistens gar kein so schlechtes Timing. Der gute Mann. Chinas Konsumwunder entpuppt sich als Scheinriese. Warum die Leute viel zu euphorisch sind für das Wachstum in China? Das sehen Sie hier. Das sind wunderbare Zahlen, aber der Vorjahresvergleich war so schwach, dass das Ganze dann wunderbar erscheint. China ist nach wie vor sehr schwach auf der Brust wirtschaftlich. Das wird sich auch so schnell nicht ändern. Das war die erste Artikelempfehlung. Die zweite Artikelempfehlung: Es wird einen neuen WIX geben, meine Damen und Herren. Und zwar einen, der nur einen Tag läuft, ähnlich wie Sie diese Zero-DTE-Optionen. Hochinteressant. Zweite Empfehlung, dritte Empfehlung. Genau das, was schon angesprochen wurde, das sieht der italienische Notenbanker EZBler Visco jetzt als großes Problem. Er sagt, wir sehen schon eine Kreditklemme, wir sollten jetzt sehr vorsichtig sein mit den Zinsen. Also, diese drei Empfehlungen. Ich gucke jetzt HSV gegen St. Pauli. Servus, ciao.